Liebes, du bist perfekt. Ich wünschte nur, ich hätte es früher gemerkt. Dann ernenne ich euch hiermit Kraft meines Amtes zu Mann und Frau. All diese Jahre. Ich habe nie bemerkt, wie viel sie mir bedeutet, bis sie es angesprochen hat. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was Liebe ist. Spielchen mit mir spielen, was? Sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus.
Erfolg geben würde. Aufgepasst. Greif ruhig zu. Mehr zu sehen von Ihnen. Oh Mann, ich hatte gerade voll den Spaß.
Osten kommen. Von hier kommen die Leute nicht mehr zurück. Willkommen, Patriot, im Osten kommen. Hier beginnt der... Wer da sein? Du bist gut, Sam. Du dich nur verstecken, kleiner Mistfink. Viel Gebrüll, wenig Gehirn, was? Später, du müssen rauskommen! Schon Angst?
riechen können, kleine Schleichratte. Suchst du was Bestimmtes? Was gibt's denn zu tun? Du bist das! Aus Sanctuary Hills, stimmt's? Ja, ich komme aus Sanctuary. Was? Erinnerst du dich nicht mehr? Ich hab dir den Platz im Vault verkauft. Aber ich stand leider nicht auf der Liste der Leute, die rein durften. Aber du, sieh dich mal an. 200 Jahre und du siehst immer noch super aus. Wie ist das möglich? Im Vault gab es diese Kapseln, in denen wurden wir eingefroren. Ich bin erst kürzlich wieder aufgewacht. Was? Vault-Tec hat mir nie was davon erzählt. Unglaublich. Tja, ich habe es auf die harte Tour in die Zukunft geschafft. Ich habe den Schmutz überlebt, den Verfall und das Blutvergießen. Sieh mich an. Ich bin ein Ghoul, ein Freak. Das tut mir wirklich leid. Ich wusste ja nicht, dass das passieren würde. Du bist die einzige Person, die ich getroffen habe von früher. Oh Gott, ich war hier so allein. Keine Siedlung im Commonwealth will einen Ghoul mit 200 Jahren Vertriebserfahrung bei Vault-Tec. Hey, du könntest zurück nach Sanctuary gehen. Ich komme dich auch besuchen. Versprochen. Wirklich? Das würdest du machen? Okay, ich mach mich gleich auf den Weg dahin. Und du kommst mich auch besuchen, ja? Okay, dann sehen wir uns da. Aber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey, Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Hab ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth will uns auseinandertreiben? Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Sins! Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Das Institut.
Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonough schon gerne mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die er normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk! Für das Volk! Für das Volk! Ich glaube, du bist am falschen Ort, Schätzchen. Du wirkst nicht so, als bräuchtest du die Höhle der Erinnerungen. Weißt du überhaupt, was wir hier machen? Irgendwas mit Erinnerungen? Toll, dass mal jemand darauf achtet, wie wir heißen. Stimmt. Bei uns kannst du deine Vergangenheit nacherleben. Tja, ich schicke einen klugen Kerl wie dich zwar nur ungern weg, aber wir nehmen gerade keine neuen Kunden an. Du bist misstrauisch, kein Problem. Aber ich komme schon klar, wenn ihr mir eine Chance gebt. Tja, ich schätze, ein Testlauf kann nicht schaden. Erinnerungen an andere Leute sind am einfachsten. Frische Erinnerungen an Menschen, die dir wichtig sind. Gibt es da was? Vor kurzem wurde mein Sohn entführt. Ich würde alles tun, um ihn wiederzuhaben. Ein vermisstes Kind? Das ist schlimm. Tut mir sehr leid, Schätzchen. Aber vielleicht können wir dir helfen. Also gut, setz dich in den Sessel. Mal sehen, welche Erinnerung wir finden. Dr. Amarut, ein neuer Kunde. Wir brauchen eine Erinnerung, mit der wir uns verbinden können. Was für eine Erinnerung suchen wir denn? Unser Kunde ist dein Vater. Such eine Erinnerung an seinen Sohn. Also gut, scanne den Hippocampus. Ich hab was. Sehr frisch. Die Synchronisation mit dem Temporallappen ist stark. Die nehmen wir. Vorhang auf, Schätzchen. Showtime. Da ist sie, deine Erinnerung. Entspann dich. Wir überwachen deine Vitalparameter. Sie hätten mich nehmen können. Warum haben Sie nicht mich genommen? Oh mein Gott. Nora, ich kann das nicht nochmal mit ansehen. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Den Gang lang, am Ende. Wer bist du? Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer bist du? Sie hätten mich nehmen können. Warum haben Sie nicht mich genommen? Das ist er. Da. Oh mein Gott. Nora, ich kann das nicht nochmal mit ansehen. Sie hätten mich nehmen können. Warum haben Sie nicht mich genommen? Ist es vorbei? Nein. Nein. Bitte nein. Okay. Fast. Alles wird gut. Warum tust du das? Komm her. Wer seid ihr Typen? Komm her, Baby. Was macht ihr hier? Lassen Sie den Jungen los. Nein. Nein. Bitte nein. Nicht mein Charlie. Warum tust du das? Verdammt. Oh mein Gott. Ich schwöre, ich finde ihn. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz. Ich schwöre, ich finde ihn. Wir nähern uns dem Ende der Erinnerung. Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Beruhige dich.
Dein Blutdruck steigt. Verdammt! Ich hol dich raus. Ich bring dich um! 3, 2, 1. Gott verdammt! Ich bring dich um! Wenn ich geahnt hätte, dass du das noch mal durchmachen musst, hätte ich Nein gesagt. Du hast mich das alles noch mal durchmachen lassen? Du schuldest mir was. Du hast recht. Hier. Eine kleine Anerkennung für alles, was du durchlitten hast. Aber Schätzchen, du brauchst einen Detektiv. Ich habe einen Freund, Nick Valentine. Er arbeitet von Diamond City aus. Wenn jemand dein vermisstes Kind wiederfinden kann, dann er. Hi. Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Ja, richtig. Ist schlimm da draußen. Es ist schwer an den guten Tagen, aber jetzt... Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Meine Familie und ich haben jede Folge gehört. Du meinst, als sie das erste Mal ausgestrahlt wurde? Wie? Die letzte Ausstrahlung ist hunderte Jahre her. Ich war lange im Kryoschlaf. Bin gerade erst aufgewacht. Oh Mann, das ist irre. Du bist wie Mr. Abominable aus Folge 83. War er nicht ein Höhlenmensch? Ja, ganz genau. Er wurde in einem Eisberg vor dem Hafen gefunden. Junge, wenn du gerade aufgewacht bist, musst du dich auch erstmal an die Gegenwart gewöhnen. Sieht so aus, als würden sich die Menschen langsam vom Atomkrieg erholen. An manchen Orten ja. In Diamond City zum Beispiel. Aber hier gibt's noch eine Menge zu tun. Ich hätte mal eine Frage. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Schön, dass du versuchst, die Welt zu verbessern. Ich habe schon verrücktere Pläne gehört. Ich muss einfach etwas machen, weißt du? Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Vielleicht, wenn es sich für mich lohnt. Ich kann dir ein paar Kronkorken vorab geben, aber versprich, dass du mir hilfst. Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Wirklich? Bevor die Bomben fielen, haben sie den Pilotfilm zur Silver Shroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Ich versuche, mein Bestes zu geben. Das ist schon deutlich mehr, als es nur zu versuchen. Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören, oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Hört sich anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Ganz deiner Meinung. Wie beschützt du dich und deine Leute, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast? Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Mir nicht. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf. In einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt.
Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Du hast die Leute dort gerettet? Nein. Die Leute haben sich selbst gerettet, weil sie die Wahrheit kannten. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los?